Liebe Kemptnerinnen, liebe Kemptner, es liegen Monate großer Veränderungen infolge der Corona-Pandemie hinter uns. Das öffentliche Leben wurde auch bei uns in Kempten auf ein noch nie dagewesenes Maß nach unten gefahren. Für viele von uns war das mit enormen Herausforderungen verbunden. Nicht wenige haben mit den Folgen bis heute zu kämpfen. Aber wir waren sehr erfolgreich und haben viel erreicht. Das immer noch weitgehend unbekannte Virus konnte sich bis heute bei uns kaum ausbreiten. Dafür danke ich jedem Einzelnen für seine Verantwortungsbereitschaft. Es freut mich zu sehen, wie unter Voraussetzung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder soziale Kontakte möglich sind, wie wir unser altes Leben ein großes Stück weit zurückgewinnen. Man kann sich über die Familie hinaus wieder treffen. Der Schulbesuch ist jedenfalls teilweise vor Ort möglich. Geschäfte und Lokale durften öffnen. Kultur kann, wenn auch noch sehr reduziert, stattfinden. Dass wir heute so weit sind, dazu haben Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Ihrem sozialen Verhalten sehr viel beigetragen. Dafür danke ich Ihnen allen. Und gerade deshalb mein Appell an Sie, den auch unser Bundespräsident so formuliert hat: Jede und jeder von uns steht jetzt in der Verantwortung, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Niemand darf durch Sorglosigkeit das Erreichte aufs Spiel setzen. Nach wie vor geht es um das höchste Gut, das wir haben, nämlich unsere Gesundheit. Es geht letztlich auch um die Erholung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, ja unseres Kulturlebens. Deshalb muss es weiterhin heißen: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Mund-Nasen-Schutz nutzen. Der August ist ja für viele von uns auch Urlaubszeit. Genießen Sie die freien Tage, aber bitte bleiben Sie vorsichtig. Corona macht eben nicht an den Grenzen Halt. Informieren Sie sich über mögliche Risikogebiete und nutzen Sie auch die Möglichkeiten kostenloser Tests. Gegenseitige Rücksichtnahme ist nach wie vor ganz wichtig. Lassen wir daran nicht nach und sind weiter vernünftig, dann werden wir diese Krise meistern. Ich danke Ihnen und bleiben Sie gesund.